Hier, ne? Da könnte ich mich reinlegen. Reinlegen könnte ich mich da. Drin baden. So. Oh, baden und essen. Hammer! Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute gibt es, ich sag's wie es ist, meinen absoluten Lieblingsauflauf. Ja? Brokkoli, Schinken, Nudeln, Käse. Auch als Pizzabelag geil, also Brokkoli, Schinken. Vor allen Dingen mit dieser Hammer-Hammer-Soße, die ich dazu mache. Ganz easy, ganz einfach, ganz schnell. Da hinten, da unten bei mir in der Küche. Müsst ihr nachmachen, sage ich immer, aber diesmal noch mehr als sonst. Sage ich euch, Hammer. So, alles auf einen Blick, was wir für meinen Lieblingsauflauf brauchen. Brokkoli, Schinken, Auflauf. Natürlich Brokkoli, hier schon vorgekocht und die Tiefkühlvariante. Ich zeige ganz kurz, warum ich die Tiefkühlvariante genommen habe. Weil ihr seht, ich war mit dem Gemüse, dem Frischen nicht zufrieden. Und B, kann man so ein Tiefkühlgemüse super portionieren. Ne? 500 Gramm brauchen wir, perfekt. Dann habe ich hier Gouda gerieben, 200 Gramm Schinkenwürfel. Viele machen das mit so einem Kochschinken. Ich finde diese Schinkenwürfel viel, viel geiler. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. So, und dann machen wir uns eine Soße. Manche nehmen eine Hollandaise, manche nehmen eine Bernese. Ich nehme irgendwas dazwischen. Und zwar eine Soße aus Creme Fraiche, Sahne, ein bisschen Dijon-Senf. Hier, Zitrone und ein Ei. Beziehungsweise da brauchen wir nur das Ei. Gelb, Salz, Pfeffer, Zucker. Ja, hier, Nudeln. Ja, auf geht's. Kochendes Wasser in einem Topf. Es dampft. Da mache ich jetzt Salz rein und hier Gemüse, Brokkoli auch rein. Das Ganze für so roundabout 4 bis 5 Minuten kurz kochen lassen, Deckel drauf, fertig. Und nach 5 Minuten Deckel ab. So, das Wasser wollen wir noch benutzen für die Nudeln. Wasser sparen hier. Ich hole einfach mal den Brokkoli raus. So. Brokkoli rausholen. Wie gesagt, der war ja so 4 Minuten drinne. Vielleicht ein bisschen drüber. Fertig. Wasser kocht weiter. Und wenn die Nudeln gleich ein bisschen nach Brokkoli schmecken, dann ist das auch nicht so schlimm. Guck mal, da hat sich noch einer versteckt. So, wie ihr seht, Wasser kocht weiter, Nudeln rein, gesalzen ist es auch noch. Und die brauchen jetzt so 8 bis 10 Minuten, steht auf der Packung drauf. Ah, ein Deckel mal so, sonst läuft es schnell über. Während ihr im Hintergrund das Wasser von den Nudeln hören müsstet, weiß ich gar nicht. Habe ich hier meinen Brokkoli, den habe ich ganz kurz mit Wasser abgeschreckt und jetzt will ich einfach nur diese Röschen, ja, die kann man so ein bisschen kleiner machen nachher für den Auflauf. So, und diese Stiele kann man auch super verwenden, die schneide ich mir dann einfach ein bisschen klein. So, dann hat man nämlich überall ein bisschen Brokkoli, das mache ich eben fertig. Hier die Röschen so halbieren, schneiden, ne, fertig. Ihr habt es verstanden, was ich damit machen will. Verkleinern halt, zerkleinern, so heißt es. Hier, gerade bei solchen Oschis, solchen großen, ne, kann man das theoretisch auch mit der Hand machen. Einfach hier so die Röschen runter. So, seht ihr? Ganz einfach. So, geht aber auch mit dem Messer. So, die Zeit ist um. 10 Minuten, runter damit. Ah, abgießen. Perfekt, fertig. Ne, da haben sich schon wieder welche versteckt. Ein Messbecher, irgendwas Hohes, bei dem man gleich schön hier umrühren kann. Wenn es im Hintergrund ein bisschen poltert, hat seine Gründe. Zeige ich vielleicht noch zum Schluss. Sahne rein, 200 Milliliter. Das ist so ein typischer kleiner Pott. 200 Gramm. So. Dazu kommt Creme Fraiche. Nehme ich gerne, wie an dieser Stelle, so heißt es, schon mit Kräutern drin. Finde ich halt einfach geil. Sonst müsste ich die Kräuter hinzupacken. Ich nehme halt einfach das mit Kräutern. Ich mache es mir dann halt gerne echt einfach. Ups, da war noch einer. Für die Säure ein ordentlicher Spritzer Zitrone. Könnt ihr auch eine frische nehmen. Ein Eigelb. Wenn da ein bisschen Eiweiß bei ist, auch nicht schlimm. Ein Teelöffel Dijon-Senf.
Senf ist auch immer eine gute Bindung, ne? Überall, wo Öl und Fett sich verbinden soll, Senf. Zucker, ein guter Teelöffel. Salz, Pfeffer auch rein. Das darf ruhig überwürzt sein, das Ganze hier, weil das gibt dem Auflauf nachher ordentlich Geschmack. Ja, und jetzt nur noch umrühren, ne? Mit einem sauberen Löffel natürlich. Darauf achten, dass das Ei auch kaputt geht. So, das ist an dieser Stelle passiert. So, und ich mache euch nichts vor. Ich glaube, es fehlt noch ein Eigelb. Also machen wir noch eins rein. Man kann da nicht zu viel von haben. Es dickt dann nachher besser an beim Auflauf. So. Auch dieses Eigelb in der Soße zerstören. Ja, und dann geht es schon zum nächsten Schritt. Den nun folgenden Schritt könnte ich mir sparen. Könnte ich mir. So, aber ich will das ordentlich durchmengt haben. Das ist nämlich oftmals so ein Problem bei Aufläufen, ne? Da machen sie es schon in die Auflaufform und dann ist es nur so eine Schicht. Ich möchte es ordentlich durchmengt haben. Deswegen nehme ich jetzt erstmal gut die Hälfte meiner Nudeln. Hier sind meine Nudeln und davon 500 Gramm waren es ja. Die Hälfte wären dann so 250. Einfach damit ich es besser durchmengen kann. So. Dann kommt Brokkoli rein. Nehmen wir auch erstmal nur die Hälfte. Schinken. Ich fasse das mit den Händen an, weil ich esse es auch. Und selbstverständlich sind meine Hände gewaschen. Wem das nicht gefällt, der kann jetzt ausmachen. So, auch vom Schinken die Hälfte. So, und unsere Soße. Auch da die Hälfte natürlich. Jetzt schnappe ich mir wieder einen sauberen Löffel und menge das Ganze mal durch. Hammer. So kann man auch gleich kontrollieren, ob man nicht zu viel in seiner Auflaufform nachher hat. Und das Ganze jetzt in die Auflaufform. Also einmal tauschen. Schöne Auflaufform. Einmal alles reingeben hier. Muss das noch eingefettet werden? Nö, das ist mit der ganzen Sahne und dem Creme fraiche fettig genug. So, das Ganze noch ein bisschen glatt streichen. Und dann sehen wir auch, warum ich erstmal nur die Hälfte gemacht habe. So eine Auflaufform ist jetzt schon voll. Es sei denn, ihr habt eine größere. Bei mir hat es noch einen anderen Grund. Ich mache einen nämlich vegetarisch. Dann lasse ich den Schinken weg. Weil bei mir in der Familie meine Frau kein Fleisch isst. Das bedeutet an dieser Stelle für mich, aber hier kann noch eine kleine Schicht Schinken drüber. So, das Ganze jetzt mit Käse bestreuen. Aber so, dass man auch noch ein bisschen was vom Brokkoli sieht, finde ich immer ganz geil. Fertig, das kann in den Ofen. Der Backofen ist vorgeheizt, 180 Grad und da geht der Auflauf rein. So 15 Minuten. Es ist ja eigentlich alles durch, ne? Zack. So. 20 Minuten bei mir jetzt. Hammer. So, da ist er. Guckt euch das an. Mein Brokkoli-Schinkenauflauf. Schön angeknuspert. Freue ich mich drauf. So, warte. Da, guckt euch das an. Hammer, oder? Oh. Wunder, wunderschön. Und ich weiß. Fast fallen lassen. Und ich weiß ja auch, wie lecker er ist. Seid mir nicht böse, wenn ich den jetzt nicht, hier, ich zeige ihn nochmal, wenn ich den jetzt nicht sofort aufesse, ist nämlich ganz schön viel. Das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich wollte sagen, dass ich da jetzt nicht komplett was raushole, weil die Familie wartet zum Mittagessen, ne? Und hier, Käse, Soße, Brokkoli, Schinken, Mahlzeit. Und das Geheimnis ist halt, diese schnelle, geile Soße. Tschüss, ich muss zum Mittag. Ich will was essen. Ciao, wenn es euch gefallen hat, dicken Daumen nach oben da lassen. Abo kostenlos auf Ehrenauflaufbasis. Und in wohlwollenden Kommentar immer gerne. Tschüss. Das Laute, ne? Hier. Das ist, guck mal, ui. Das ist der Monte. Der ist ganz neu bei uns.
Und Monte, der poltert noch ein bisschen. Monte, guck mal, da Kamera. Da. Ah. Clickbait, Video mit Monte. Ciao. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.